So Leute, da sind wir wieder zurück zu City Skylines, Folge 7. Wir haben gerade hier unsere Gewerbegebiete geupgradet. Geupgradet, ja, ist glaube ich korrekt. Sieht man auch hier sehr schön. Ja, hier überall die neuen Gewerbeparks oder ja, die neuen Sachen hier. An der Straße lang gezogen sieht man auch schön die höheren Gebäude. Hier müssen wir mal gucken. Ja, das liegt halt alles hier an der Bildung mit den Plätzen. Ja, also mit den Arbeitsplätzen und so weiter. Gut gebildete Leute, gut gebildete Arbeitsplätze und so weiter. Gut gebildete Arbeitsplätze, also ne, sie suchen halt besser ausgebildete Arbeitnehmer, um das mal korrekt auszudrücken. Und das scheint alles zu funktionieren einigermaßen. Wir sind jetzt hier schon auf den vorletzten Stufen. Das alles ganz läuft alles ganz gut, aber wir haben hier immer noch ein Problem, dass hier oben uns die Leute fehlen, ja, nicht genügend Arbeiter. Und die Leute ziehen halt auch nicht in unsere Stadt. Beziehungsweise ziehen schon in unsere Stadt, aber halt nur sehr wenig. Und ich habe schon überlegt, ob wir jetzt hier mal anfangen, die Gebiete auch abzugraden. Ja, also auch die Wohngebiete. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass dann hier das Ganze zu so einem Verkehrskollaps führt. Ja. Man sieht ja hier schon so ein bisschen hier, das grade ich jetzt auf jeden Fall noch ab. So. Zack. Ah, jetzt haben wir eins zu viel gelöscht. Das ist nicht so schlimm. So. Dann den hier wieder. So. Ja, also ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem, wie das hier drüben auch läuft. Ja, hier überall fehlen die Leute. Hier haben wir aber, hier haben wir eine Schule, ne? Da haben wir eine normale Schule. Und hier haben wir keine Oberschule. Okay. Was haben wir hier? Hier ist eine Feuerwehr, die Arztpraxis. Also hier sollte man vielleicht dann doch noch eine Oberschule hinsetzen. Oder kommen die von da drüben hin? Na, gucken wir mal. Oberschule? Nee, also es reicht nicht aus. Bin mir unsicher, ob das hier. Ah, nicht so schön, nicht so schön. Unsere Universität, die funktioniert gut. Da haben wir noch richtig viel Platz. Hier kommen auch die Leute an. Das klappt alles. Was auch noch gar nicht funktioniert, ist hier dieses Gebiet mit den Büros. Da müssen wir mal schauen, woran das liegt. Ja, und jetzt wäre halt die Überlegung, ob wir hier mal. Wir können ja einfach mal hier diesen Bereich nehmen wir jetzt mal als Testbereich und nehmen den hier als dichtes Wohngebiet. Ja, und gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Und ob das dann schön nach oben abgegradet wird. Wir können natürlich noch unsere Straßen ein bisschen ausbauen hier in der Mitte auch und hier richtig. Hier sind jetzt zweispurig in die jeweilige Richtung. Die können wir auf dreispurig noch erweitern. So, jetzt haben wir hier die ersten großen Wohnhäuser, die gebaut werden. Ja. Gebäude in nicht dicht besiedeltem Wohngebiet. Okay, also es liegt so ein bisschen an der Nachbarschaft oder? Komisch. Gebäude. Das ist doch aber eigentlich richtig hier. Ja. Okay. Ja, doch, das sieht alles ganz gut aus. Hier probieren wir mal aus. Gebäude in nicht dicht besiedeltem Wohngebiet. Das gefällt ihnen irgendwie nicht. Ah, jetzt ist umgeswitcht. Okay. Gut. Ist auch hier in der Stufe 1 jetzt nur. Brauchen wohl ein bisschen anderes Konzept für diese Sachen. Also meine Idee wäre ja auch hier unten noch so schön am Wasser lang was zu bauen. Dazu hatten wir aber gesagt, müssen wir hier oben, würde ich gerne das erschließen, damit wir da unsere Pumpen und so hinbringen können. Und ich würde sagen, wir kaufen den Bereich jetzt da einfach mal. Kostet 5.500. Geld haben wir wirklich ausreichend. Ja, hier unten, wir haben über 324.000. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann, hier gibt es halt keine Fließgeschwindigkeit oder so. Das heißt, wir müssten jetzt hier unten das rauspumpen und oben wieder reinleiten. So, verbinden wir die mal. So, zack, zack.
Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Strom und wir müssen die Leitung da hochziehen. So. Strom. Strom haben wir. Wo haben wir Strom? Hier haben wir Strom, da haben wir Strom. Nehmen wir mal von da, würde ich sagen. Zack. Zack. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob das eine wirklich gute Idee ist, weil das Gewässer fließt ja nicht. Und wenn wir das jetzt hier darum da reinleiten. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. So. Dann könnten wir nämlich hier unten die Teile abreißen. Und die auch. Damit sollte dann die Verschmutzung irgendwann weg sein. Und wir können hier so einen schönen Küstenstreifen lang bauen. Ja? Vielleicht auch die Teile da dann nach oben verlegen. Das probieren wir mal aus. Verschieben. So. So. Mal gucken, ob das so einfach geht. Ja, super. Das war hier nicht so clever, weil jetzt werden die nicht mehr versorgt. So. Wir sollten vielleicht von der Seite aus verschieben. Wobei es auch nicht so. Wir verschieben die einfach. Das kostet zwar alles ein bisschen Geld. So. Ja, so der nächste. Dann ist da oben halt so ein schöner Offshore-Windpark. So. Müssen ja nicht alle verschieben. Ich will nur, das gucken wir uns gleich mal auf der... So, jetzt gucken wir uns gleich mal auf der Karte hier an. Hier gibt es ja, wo ist Lärm? Die Ohrenschützer. Hier, da haben wir Lärm. Die machen gar nicht so viel Lärm hier, ja? Das heißt, wir können die jetzt so darüber ziehen. Die machen allerdings relativ viel Lärm hier, glaube ich. Ja, da müssen wir nochmal schauen. Das, da können wir nicht so nah ranbauen. Das heißt, die müssten wir auch noch versetzen. Oder halt einfach unsere Stromversorgung ein bisschen umbauen. Vielleicht können wir die auch einfach richtig wegnehmen. Was haben die denn hier? 8 Megawatt. Derzeit weht der Wind kräftig. Ja. Wir machen jetzt mal richtig Folgendes. Wir reißen die alle hier ab. Das Geld haben wir. Und bauen unseren Strom ein bisschen um. Also unseren Strommix. So. Zack, verbunden wieder. Und jetzt bauen wir hier oben entsprechend noch ein paar hinter. So, 1, 2, 3, 4. So. Gut. Ja, also hier brauchen wir demnächst auch noch neue Wasserpumpen. Ich würde sagen, hier nutzen wir gleich mal das Geld, was wir gerade haben. Und bauen das hier anders. Hier wäre jetzt wirklich die Überlegung... Ob wir sagen, wir bauen hier bei der Einleitung gleich saubere. Ja, also wir haben ja hier... Weil das wird aus dem Teich ja nie wieder rauskommen. Wenn wir jetzt hier gleich sagen, wir bauen die... Ist zwar kostenreinigt, jedoch das austretende Wasser, sodass die Verschmutzung reduziert wird. Wir machen das. So. Die Rückerstattung hier ist zwar ein Witz. Aber was soll's. 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich richtig gezählt habe, müssten die nämlich nur halb so viel Kapazität haben. Ja? So dass wir, wenn wir doppelt so viel von denen bauen, wieder auf die gleiche Kapazität kommen sollten. Das wird sich hier gleich in der Gesamtübersicht zeigen. Abflussrate 60.000. Die anderen haben meiner Meinung nach 120.000. Ja, ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt doppelt so viele, sollte funktionieren. So, jetzt wird es hier wenigstens ein bisschen gereinigt. Wir haben... Geld haben wir dafür. Können wir machen. Können wir ein bisschen grüner sein. Ja, dann haben wir hier unten nämlich die Möglichkeit, hier vielleicht mal schön an der Küste lang zu bauen. Reißen hier die Stromkabel ab. Und bauen hier vielleicht dann so eine schöne Küstenstraße. Ja, hier hinten die Verschmutzung geht schon weg. Die zieht da lang, das ist gut.
Ja, hier hinten ist alles ganz schön doll, aber das sollte sich mit der Zeit dann geben. Und das hier oben müssen wir halt beobachten. Da müssen wir mal schauen, ja, ob das auf Dauer dann funktioniert oder ob da dieser ganze Tümpel dann quasi vollläuft. Und wir am Ende da eine riesige Güllegrube haben. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber das werden wir sehen. So, erstmal reißen wir hier wieder ein paar Gebäude ab, weil die... Ah, das ist echt sehr, sehr nervig, dass hier überhaupt die Leute irgendwie nicht hinkommen. Und ständig Arbeitsplätze fehlen. Arbeitsplätze fehlen, also ne, Arbeiter fehlen, so rum. Hier, da. So. Jetzt haben wir es erstmal wieder. Tja, aber die scheinen da wirklich nicht ordentlich hinzukommen von hier. Man sieht aber auch hier unten, Wohnraum wird halt echt benötigt. Das heißt, vielleicht sollten wir doch hier den Wohnraum ein bisschen ausbauen. Hm. Wir machen das. Wir machen das. Zumindest hier in diesem innerstädtischen Bereich. Hier einmal. Ja, machen wir den. Und hier oben machen wir das auch einmal. Das ist jetzt relativ viel Fläche, aber dann haben wir hier einen schönen Bereich, wo die Leute wohnen. Und hoffen, dass das klappt. Was haben wir hier? Das Busdepot. Okay. Okay, die Busverbindung an sich funktioniert ja. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn die hier so rüberführt. Und hier oben haben wir jetzt auch noch ausreichend Platz, uns auszubreiten. Wobei, wie gesagt, wenn wir halt, wenn die Leute halt nicht in die Industriegebiete ziehen, dann, ja, funktioniert es auf Dauer nicht. Hier, achso, das Helle, ich habe mich gerade gewundert, hier ist so mega hell, das ist die Schule. Und hier wird es jetzt langsam, ja, hier haben wir jetzt langsam wirklich Stufe 3 Gewerbegebiet. Das, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Gucken mal auf, ich hätte ja gesagt, wir haben ein bisschen Angst vor dem Verkehrsinfarkt. Also hier oben die Kreuzung, das ist ganz schön übel, da auch. Na? Hier drüben geht alles. Und hier die anderen, also viele fahren irgendwie hier lang. Ja? Und dann hier runter zur Universität anscheinend. Vielleicht können wir hier die Straße auch verbreitern. Mal gucken, aber es könnte sein, ja, verdammt, es stößt halt genau gegen die Uni gegen. Hier unten die Straße könnten wir ein bisschen umsetzen. Hier stört eigentlich nur der Park. Wir könnten überlegen, ob wir die hier vergrößern, aber dann haben wir hier hinten natürlich wieder das gleiche Problem, ne? Dann kommen die hier an und dann... Aber gut, Verkehrsinfarkt ist wahrscheinlich auch normal, dass wir den irgendwann haben. Gucken wir mal, wie sich das hier auswirkt, wenn hier die Wohnungen richtig im Kommen sind. Ja, die sind hier auch schon ein bisschen höher. Jetzt schauen wir mal auf die Kapazitäten unserer Schulen. Das sieht alles ganz gut aus hier. Da unten auch. Universität sowieso. Oh ja. Vielleicht reicht das schon, um hier oben... Ich weiß nicht, warum hier die Arbeiter nicht hinkommen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein, von hier nach da zu fahren. Ja, und hier, ich meine, hier hinten sieht es ja schon wieder besser aus. So, naja, wobei, wenn man näher ranzoomt, auch nicht mehr. Verfügbare Arbeitsstellen außer Betrieb. Hm. Nicht genügend Arbeiter. Brauchen die halt, brauchen die irgendwie gut ausgebildet? Nee, die brauchen unausgebildet. Aber die können die dann nicht auch Ausgebildete nehmen? Oder sollte ich hier besser keine Schule bauen? Ich hab hier nur eine Grundschule gebaut, wenn ich mich recht erinnere. Also die sind jetzt hier nicht so top ausgebildet, die Leute. Das ist alles sehr merkwürdig. Wir gucken uns mal die Grundstückswerte an. Hier. Also hier ist wohl am schönsten. Hier ist wahrscheinlich die Straße ein bisschen nervig. Hm. Ja. Okay. Tja. Hm. Wird langsam alles etwas kompliziert. So, aber wir können uns ja mal erweitern hier. Wir haben Bussachen. Wir haben ja auch hier noch diese Extra-Gebäude, ne? Panda-Schutzzentrum.
Tourismus und Freizeit. Was haben wir hier? Bombastischer Springbrunnen. Nee. Das sind hier so Plätze, Statuen. Festivalgelände. Aha. Was sind das denn dazu für zwei Sachen, die da angezeigt werden? Zugänglichkeit. Tja, so ein Festivalgelände ist natürlich ganz geil, ne? Hier mal ein Stadion. Das Stadion muss ja eigentlich irgendwo in die Innenstadt rein, ne? Also, sollte vielleicht. Was ist das hier? Das hatten wir gerade schon. Bombastischer Springbrunnen. Boah, Opernhaus. Unglaublich, was ist das? Unterdrückungsbüro. Das klingt irgendwie nicht nett. Das sollten wir vielleicht einfach nicht machen. Obwohl die Leute, die freuen sich ja in der Umgebung dann. Aha, Anforderung für den Bau des medizinischen Zentrums. Expo Center. Für Fachmessen ziehen Besucher an. Tja. Da müssen wir wohl noch mit warten. Das würde ich gerne ja irgendwie so in der Nähe von so einer Autobahnabfahrt, Auffahrt machen. Vielleicht können wir hier oben auch nochmal so ein Gebiet hinbauen. Wo man dann irgendwie, man fährt so runter und dann hat man... Oh, hier ist auch schon wieder Stau. Die fahren, die wollen, also die fahren von da nach da. Vielleicht können wir irgendwie noch eine Abkürzung bauen, weil eigentlich fahren mega viele von da darauf. Wenn wir hier... Wie kriegen wir denn das hin? Wenn wir hier so eine Auffahrt noch bauen, so eine zusätzliche Auffahrt quasi. Sekunde. Das hier? Quasi, das würde gehen. Und die dann so da rumführen. Wir probieren das mal. So. Dann hier hoch. Dahin. Hier wieder runter. Sieht jetzt natürlich echt nicht schön aus, ne? Und da kommt man jetzt nicht runter durch. Na klar, logisch nicht. Oh, kleine Stadt. Was können wir denn bauen? Zug, Monorail. Seile für Seilbahn. Einen großen Bahnhof. Einen Güterbahnhof. Bauen Sie einen Güterbahnhof, um Zügen den Transport von Gütern und Rohmaterial zu ermöglichen. Die Fernzüge können in der Stadt oder mehrere Verbindungen zum Einsatz kommen. Bauen Sie Bahnhof, verbinden Sie Gleise, bevor Sie Zuglinien zum... Okay. Also wir könnten natürlich hier auch so einen Güterbahnhof mal hinbauen, damit die dann da das Zeug wegbringen. Vielleicht ist das die bessere Idee. Gucken wir mal, wo das ist. Bahn. So, bin ich hier richtig? Monorail? Straßenbahn? U-Bahn? Zug. Zug. Bahnhof. Touristen. Nee, Güterbahnhof. Okay. Achso. Ah, okay, der fährt in beide Richtungen dann der Zug, ja? Das ist nicht so ein Kopfbahnhof. Ja, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Wir könnten den quasi hier so hinten ransetzen. Aber da ist natürlich jetzt keine große Straße dann mehr, ne? Hier wäre noch günstig. Aber da fehlt uns jetzt das Gebiet, na super. Wir können natürlich hier gleich mal vorsorgen. Aber derzeit ist das Problem nicht, dass die Leute nicht wegkommen, sondern dass wir keine Arbeitnehmer haben. Ja, hier auch überall. Wir brauchen dringend Wohnungen, sagt er hier auch. Also müssen wir wahrscheinlich hier einfach unsere Wohnungsquartiere noch ein bisschen... Ah, müssen wir aufstocken halt. Also im wahrsten Sinne des Wortes aufstocken. Zack. Und dann würde ich einfach sagen, bauen wir hier an der Seite eben noch welche dazu. Na, da sollen auch ein paar Leute einziehen. So. So. Da nicht. Und dann gucken wir mal, dass die sich hier auch so ein bisschen umbauen, ja? Und, hohe Nachfrage immer noch nach Wohngebieten. Dann probieren wir das jetzt einfach aus und hoffen, dass mit den neuen Wohngebieten wir hier einfach die Arbeit dahin kriegen. Das erstreckt sich jetzt ja echt schon über zig Folgen. Ja. So.
Und ich bin hier dauernd nur am Abreißen der leerstehenden Gebäude. Das kann's ja nicht sein am Ende. Ja. Vielleicht bauen wir hier auch nochmal eine Querverbindung oder so, damit die da besser durchkommen. Kommen wir hier... Oh, hier kommen wir sogar hoch. Könnten wir sowas... Wir machen das einfach. Zack. So. Hier wird jetzt nicht mehr, ne? Nicht kleckern, sondern klotzen. So. So. Gut. Dann können die jetzt da hochfahren. Um auch da hinzukommen. Gucken wir mal hier. Kreuzung. Ja. Ja. Passt. Okay, die fahren jetzt da lang. Es ist halt auch echt blöd, ne? Die fahren jetzt hier hin, um dann darüber zu fahren. Aber anstatt die hier unten lang fahren, wo können die da überhaupt lang? Und doch, die könnten so fahren. Hier rum und dann da runter, wenn sie dahin wollen. Verstehe ich auch nicht, warum die das nicht machen. Ja, die könnten ja auch hier von hier die Sachen wegbringen. Aber vielleicht sollte ich hier wirklich am Ende so einen Güterbahnhof setzen. Wo sind denn die Gleise? Da sind die Gleise. Also wenn wir hier noch einen weiter bauen, dann funktioniert das auf jeden Fall. Hier breitet sich die Brühe schon aus, na super. Ich glaube, die wird dann nie wieder weggehen. Ha, das ist alles nicht so richtig clever gemacht von uns. Also von mir, ja, muss man ja leider sagen. So. Ständige Abreißen hier. So, jetzt haben wir hier... Gut, hier, also die Leute ziehen jetzt hierher ein, ne? Also und hier haben wir jetzt auch... Also das sind ja schon... Da wohnen ja richtig viele Leute drin. Die eigentlich hier arbeiten könnten. Können wir vielleicht bei der Industrie irgendwas verändern? Vielleicht ist das einfach zu viel Forstwirtschaft oder so. Vielleicht sollten wir einfach weniger Industrie, mehr Bürogebäude. Vielleicht könnten wir hinten auch einen Bürokomplex hinbauen oder so. Aber das ist ja, also, das soll ja alles, das sollte ja alles nicht so schlimm sein. Ich bin echt etwas überfragt mittlerweile. Gucken wir uns doch das mal hier so ein bisschen an. Feuersicherheit. Ja. Können wir hier unten eigentlich auch nochmal eine hinsetzen. Ich weiß halt nicht, ob die das wirklich... Also, das wirklich für die so wichtig ist, dass sie jetzt sagen, oh, hier ist keine Feuerwehr, hier... Nee, ich glaube, alles, was die wirklich brauchen, ist Schule. Also, Bildung, ja? Hm. Mal so ein Feuerwachturm. Den könnte man natürlich hier hinsetzen, weil, ne, damit der ganze Wald hier nicht abbrennt. Genauso wie da oben. Ja. Das wäre vielleicht eine ganz praktische Sache, aber das ist halt alles nicht so wirklich unsere Problemlösung, ne? So, ich gucke jetzt mal, vielleicht finden wir dazu irgendeinen Filter. Straßeninstandsetzung, ja, die ist super. Bevölkerung. Hier haben wir Bevölkerung. Ich weiß nicht, was sind denn hauptsächlich Erwachsene, hauptsächlich Familien, Senioren. Okay, das ist ausgehende Verbindung. Okay, ja, das ist auch klar. Export, die exportieren. Auch soweit logisch. Aber eigentlich brauchen wir eine Übersicht über unsere Arbeiter. Heizung, Geländehöhen, Freizeit, Stadtviertel. Freizeit, okay. Also was wir auf jeden Fall haben, ist hier dieser Verkehr, der hier angezeigt wird. Also, warte, Sekunde. So, hier sieht man halt, wo die hinfahren. Ja? Und was sie da machen. Und so. Also hier jetzt zum Beispiel auch hier, ja, das sind so Routen. Aber eigentlich müssten doch auch irgendwo die Leute arbeiten gehen. Also hier zum Beispiel, das ist orange, das ist Nahverkehr. Ne, lila, Nahverkehr. Ne, hier unten städtische Dienstfahrzeuge, na super. Privatfahrzeuge, nehmen wir das mal. Nahverkehr nehmen wir rein, LKWs raus, städtische Dienstfahrzeuge raus. Also hier fahren anscheinend die Leute
Nicht zu denen da oben. Also. Sie brauchen Ungebildete. Anzahl von Arbeitsplätzen für Ungebildete. Vielleicht haben wir einfach wirklich zu wenig Ungebildete. Ja? So, dass wir sagen, also hier, das kann natürlich wirklich sein. Gucken wir mal kurz. Aber hier sind immerhin 37% sind ungebildet. Da sind ja schon welche da. Ja? So gerade hier jetzt irgendwie. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, können die nicht trotzdem da arbeiten? Könnt mir auch mal ein bisschen besser sagen, was wirklich fehlt. Also so, hey, Ungebildete fehlen. So, hier oben machen wir jetzt auch nochmal den. Nee, Vorsicht, die wollen wir nicht löschen. So. Zack. Und hier auch einmal. Hier machen wir den. Zack. Und hier unten weiß ich gar nicht, warum hier an der großen Straße keine Gewerbedinger sind. Das machen wir ja eigentlich typischerweise immer so. Ja. Dann können wir hier hinten nämlich noch normale wieder hinsetzen. So. Machen wir mal hier. So. Zack. Ja, dann kann sich das hier auch ein bisschen entwickeln. Ja. Schwierig, schwierig. Also unser Bürogebäude hier unten, das läuft ein bisschen besser. Hochgebildete sind hier sogar. Ja. Gucken wir mal auf unser Budget. Ne, Steuern hier. Die sind alle richtig eingestellt. Auch Bürogebiete sind richtig eingestellt. Achso, hier. Das sollten wir uns nochmal anschauen. Gut. Also es sieht so aus, als wenn hier alles verarbeitet wird und nichts in die Deponien geht. Sollte es jedenfalls. Also hier eigentlich Müllverarbeitungsstatus. Eigentlich wird hier mehr verarbeitet als verbrannt. Also Quatsch, mehr verarbeitet als deponiert. Trotzdem wird es immer voller. Das ist komisch. Müssen wir da wirklich dann hier so ein Teil bauen? Verringert die Wasserverschmutzung. Ein schwimmendes Gebäude muss auf dem Wasser platziert werden. Das wäre dann für da oben natürlich ganz praktisch. Das könnten wir natürlich dann hier hinten hinbauen. Oder da gleich. Und hier jetzt dann, damit das wirklich halt... Wir bauen das einfach mal und gucken mal, Geld haben wir ja wie gesagt genug, ob das sich dann auswirkt. Müllverarbeitung. Jetzt ist der Müllverarbeitungsstatus halt gestiegen, ne? Jetzt, eigentlich sollten die hier hinten... Eigentlich sollte es dann gar nicht mehr alles in die Deponie gehen. Wird der Müll der Stadt gebracht. Die Anlage verarbeitet diesen zu Rohmaterialien. Also eigentlich, wir machen die mal zu. So. Die wird jetzt geleert. Sollte jetzt also hier in die Verbrennung und in die Verarbeitung gehen. Und eigentlich sollten wir die Verbrennungsanlage überhaupt nicht brauchen. Weil das ja alles verarbeitet wird, hier recycelt wird. Weil wir ja eine sehr grüne Stadt sind. Also bis auf, ne, hier hinten dieses Kloakendings da, was sich immer weiter ausbreitet gerade. Super. So. Sehr merkwürdig. Schauen wir mal hier mal hin. Gebildet, gebildet, gebildet. Die sind halt alle gebildet. Vielleicht ist es wirklich nicht clever, hier eine Schule hinzubauen. Ja, weil die dann... Hier, aber es muss doch auch Ungebildete geben. Verfügbare Arbeitsstellen. Wir könnten natürlich auch irgendwo so Bürokomplex hinbauen. Das überlegen wir uns einfach mal in der nächsten Folge. Ich mache für jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns dann. Bis dann, ciao.